Da hat niemand Bock drauf. So kannst du dich vor Bettwanzen schützen. Aus unserem Nachbarland Frankreich kamen in letzter Zeit solche Videos. Bei uns in Deutschland gibt's laut Schädlingsbekämpfern aktuell keinen Grund zur Panik. Damit das so bleibt und du dir die Bettwanzen nicht von woanders mit nach Hause schleppst, kannst du auf diese 5 Dinge achten. Schaue dir im Urlaub dein Zimmer gründlich an. Bettwanzen verstecken sich unter Matratzen, Teppichen, hinter Bilderrahmen. Außerdem kannst du ihren Kot und Häutungshüllen manchmal sehen, zum Beispiel an Steckdosen. Lagere deinen Rucksack oder Koffer weit weg vom Bett. Auch wenn du dir Secondhand-Sachen holst, solltest du vorsichtig sein. Kleidung bei 60 Grad waschen tötet die Tiere und ihre Eier ab. Du hast nach dem Schlafen Bisse, auch das kann ein Hinweis auf Bettwanzen sein. Um auf Nummer sicher zu gehen, checke dein Gepäck nach einer Reise über einer hellen Wanne, dann kannst du die fliehenden Tiere besser sehen. Speicher dir das Video ab, denn